Ho, 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 die allerletzte Bildbox vor der Weihnachtspause. Und deshalb haben Frau Stüdi und Icke hier uns was ganz Besonderes ausgedacht. Ja, nicht nur heiße Models im Dreier. Nein, Ilka Esmüller und ich heute im Moderationsdoppelpack. Vor allen Dingen, du hast dir das ausgedacht und ich weiß mal wieder von nix. So, mit dem Schuh draus. Letzte Box. Beginn. So, Frau Schlüter, ja. Mhm. Sie echauffieren sich ja besonders in diesem Jahr extremst über dieses pornöse Ich mache mich immer nackig bei Instagram. Ja, und ich stehe dazu. Und genau deshalb habe ich dir ein herrliches Pick zum Jahresboxabschluss rausgesucht, ja? Natürlich. Schau mal hier. OHI. Candy's Swanepool. Ich kann diese Damen immer nicht aussprechen. Wie heißen sie? Lais Ribeiro und Behati Prinzko Levine. Also. Knutschen und leckend. Punkt 1. Ich kenne nur, die heißt übrigens Candice und nicht Candy's. Ich kenne nur Candice, die anderen kenne ich schon mal gar nicht. Mhm. Sind die berühmt? Oder sind die jetzt nur berühmt, weil sie ihre Titten mal wieder in die Kamera haben? Nein, das sind Victoria's Secret Models. Okay, alles klar, die kennt ja keine Sau, egal. Nein. Aber was soll das? Also verstehst du, ich reg mich da einfach gerne auch drüber auf, weil ich nicht verstehe, warum man ständig, wenn ich das richtig gesehen habe, sind da auch kleine Babyfläschchen neben. Nuckelfläschchen als Emojis. So, süß, ne? Also wird irgendwie schon wieder dieser Stillfaktor irgendwie rausgeholt und ey, warum müssen alle Frauen, die Mütter sind, ich nehme an, sie ist Mutter? Die mittlere ist Mutter von einem 7-jährigen Sohn. So, warum müssen alle Mütter der Welt ihre Brüste zeigen und sagen, ja, da kommt Milch raus? Sie schreibt im Kommentar zum Beispiel, Mutter Natur ist was Wundervolles, wir konnten einfach nicht anders. Da hast du deine Begründung, sie konnten einfach nicht anders. Ja. Was mich interessiert, die mittlere ist ja Mutter eines 7-jährigen Sohns. So, da gibt man ja keine Milch mehr, oder? Ich meine, ist das schön? So, Schüler, wenn du dich über das jetzt auch wieder aufregst, ja? Ich reg mich über alles auf, Julia. Ja. Ein Gegenvideo zu diesem ganzen, ich mach mich frei. Ich bin auch so ein bisschen magersüchtig manchmal, ja, bei den Models. Ach, ja. Lena Dunham, oh, ja? Nee. Girlstar und Golden Globe-Gewinnerin hat mal wieder ein schönes Schüttel deinen eigenen Hüftspeck-Video gepostet. Warte, ich zeig's dir. Schön, ne? Ja. Ich finde das cool, so ein kleines Speckgif. Naja, also man muss ja das, eigentlich ist ja Lena Dunham genau die ich mögen müsste. Korrekt. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ich finde diese ganze Nacktheit und dieses ganze Porno und Titten raus, ist Sommer und so, alles mega scheiße. Und dann müsste ich ja sie eigentlich gut finden, aber... Da du ein Misanthrop bist? Ja, also was ist das? Menschenhasser. Lena Dunham plädiert ja immer sehr dafür, dass jede Frau schön ist, auch wenn sie eine Speckrolle hat. Und sie hat damit ja auch letztendlich recht, aber irgendwie sieht die... nicht gut aus. Das heißt, mit was kann ich dich dann überzeugen, alter Misanthrop? Weiß nicht, hast du Boris Becker im Gepäck? Nee, aber die Beckhams. So, Frau Schlüter und ihr da draußen, haltet euch fest, die Beckham-Töle hat jetzt ihren eigenen Instagram-Account. Victoria Beckham postet Söhnchen Brooklyn mit Hündchen Olive Beckham. Please welcome Olive Beckham 23 to Instagram. So, das ist was für mich. Das ist was für mich. Ja, das ist wieder so harmonisch. Weißt du, jetzt auch zu Weihnachten harmonisch. Die sowieso obergeile Familie Beckham hat jetzt auch noch einen Köter. Und der Köter hat einen eigenen Instagram-Account. Und durch den Account können wir jetzt wahrscheinlich noch mal wieder mehr Fotos aus dem und Videos. Schaut mal rein. Schon 30.000 Abonnenten. Spektakuläre Aufnahmen. Okay, ich gebe zu, die sind dann doch nicht so geil gewesen. Mhm. Also wenn wir jetzt wirklich nur den Hund sehen in Zukunft, dislike. Dislike. So, ihr lieben Boxliebhaber da draußen und liebe Frau Schlüter, Prösterchen, schönes Jahr war's. Wir freuen uns aufs nächste und wünschen fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Guten Rutsch auch, spring auf, ab in die Weihnachten. Oh ja, und wann sind wir wieder da? Wir sind wieder da am 4. Januar. Alter! Tschüss. Oh, Lena Dunham.